Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Bender 1974. Ich habe euch ja versprochen, ihr kriegt sozusagen nochmal Folge 8 vom siebenteiligen Special. Ja, lachen Sie bitte jetzt. Und hier ist, glaube ich, am 01.01.16 das Match, wo, ich sage mal, Wrestling, Marks, Noobs, wie auch immer ihr bezeichnet werden möchten, ausrasten. John Cena, der Superman Cena, der kein Move dieser Welt zählen muss, weil der so unglaublich tollen Merchandising verkauft, gegen Hulk, The Legend, Hogan, der Mann, der auch nur drei Moves hat und jetzt, glaube ich, nicht mehr erwähnt werden darf, aber was kann, darf einfach nicht seine Hobbyfilme machen, weil Hogan knows halt best, ne? Ja, es ist, glaube ich, ein Matchup, das wir wahrscheinlich nicht so sehen werden. Aktuell wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher. Gut, Vince vergisst gerne, die Fans vergessen gerne, das ist nicht so selten. Das passt wahrscheinlich nicht unbedingt in die PG-Sache, was da passiert ist, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ja, trotzdem ist Hulk Hogan Hulk Hogan, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, es gibt keinen auf diesem Planeten, der den nicht kennt. Das ist die Mickey Mouse des Wrestlings, ja. Der Mario für Nintendo, das ist Hulk Hogan. Und ich glaube, es gibt immer noch mehr Leute, die Hulk Hogan kennen, als den Cena John. Und mit Sicherheit immer noch mehr Leute, die Hulk Hogan besser finden, als den Cena John. Ja. Dann gucken wir mal, was das für ein geiles Matchup ist. Ja, klar. Cena zählt gar nichts. Da kommt wahrscheinlich direkt der Attitude Adjustment, die geilste Bezeichnung ever. Da. Hip Toss. Alles drauf. Da. Cena zählt gar nichts. So unglaublich. Super Cena ist Super Cena. Ja, und das ist das, was Leute, glaube ich, nicht verstehen. Vor, was weiß ich, in den 80ern hat wahrscheinlich noch so ein Superman funktioniert im Ring. Aber heute sind wir auch, was Serien und Film und natürlich auch Comics, erwachsener geworden. Und ein Superheld ohne irgendwelche Fehler, ohne alles, ohne irgendwelche Schwächen, es interessiert keine Sau. Und da sie ihn ja auch nicht vernünftig bucken, das muss man ja auch sagen, man nichts gegen ihn als jemand, der da im Ring steht. Der reißt sich sicherlich 50.000 Mal den Arsch auf. Ich gehe auch davon aus, das ist der Ronaldo des Wrestlings, der trainiert wahrscheinlich wie ein vollkommen total Wahnsinniger und ist ja auch schon im Ring wesentlich besser geworden. Aber er ist einfach keiner, der ein Match lesen kann. Mag vielleicht sein, dass er mittlerweile worken kann. Das heißt auch Hochdeutsch, er kann dafür sorgen, dass das Match funktioniert, aber er ist keiner, der weiß, was los ist. Und man mag über Hulk Hogan denken, wie man will, über den guten alten Terry. Wer sich die alten WrestleManias anguckt, der muss schon sagen, Hogan war schon die Attraktion. Ich meine, gut, bei WrestleMania 3, sage ich ganz ehrlich, Randy Savage gegen Ricky the Dragon Steamboat muss man in seinem Leben gesehen haben. Das war geil. Das war wirklich geil. Aber trotzdem, Hogan gegen Andre the Giant am Abend, genial inszeniert. Gut, Andre the Giant war wirklich gut im Ring, das muss man sagen, trotz seiner Größe und jetzt nicht unbedingt seiner Beweglichkeit. Aber der war schon zu Recht so, wie er ist. Trotzdem, pack Hogan in einen Main Event und er wird funktionieren. Beim Cena John kann ich das nicht behaupten, wenn ich ehrlich bin. Ich war übrigens damals auch so in dieser Fraktion, ne? Ich meine, natürlich. Geht's schon los? Double A? Natürlich. Feierabend? Nein! Kick-out! Kick-out! Was ist denn hier los? Super Cena mit dem Kick-out. Das ist unglaublich. Ja gut, das kann nicht. Das ist der Cena-John. Der würde selbst nach dem 20. Big Boot steht er noch. Sie gehen auf jeden Fall mal draußen und na, kriegen wir mal ein bisschen das Kommentatorenpult kaputt. Okay.
Soll das eine Verletzung symbolisieren? Man weiß es nicht. Was hat wohl Jerry Lawler gerade auf seinem Laptop? Schreibt das jetzt mal in die Kommentare. War ein bisschen kreativ. Na komm. Oh, jetzt dreht der Hogan aber durch. Jetzt flippt er aus. Und jetzt flippt er wieder nicht mehr aus. Ich meine, eins muss man sagen, er ist nicht mehr in dem Game wahnsinnig behende. Das muss ich einfach mal sagen. Ja, ja. Das wird der Cena John schon machen. Ja, ja, ja. Gleich kommt der nächste Double A. Erstmal hier ein Pinfall. Ja, ja, Gott. So, schon wieder einer im T-Shirt. You can see me. Ja, das hoffen wir alle. Aber das wird sich nicht passieren. Wo ich das ja aufnehme, hat er noch nicht den Rekord von Ric Flair gebrochen, aber der wird auch sicherlich irgendwann die 16 Titel von Ric Flair brechen. Also, ich werde es nicht mögen. Aber mich fragt auch keiner. Ich bin auch nicht die Zielgruppe da, sondern, das muss man ganz einfach sagen, die 6- und 7-Jährigen lieben ihn. Und das sind die, wo Mami und Papi Merchandising kaufen. Wie wir sehen, Hulk Hogan mit dem Russian Leg Sweep, den kann der doch gar nicht. Das ist doch ein Fehler im Moveset. Das sehen wir noch keinen. Okay. Ah, jetzt kommt's. Ja, komm. Der Leg Drop. Yes. Und pin ihn. Komm. Yes! Meine Fresse! Der Immortal Hulk Hogan besiegt den Super Cena. Und wir sind live dabei. Ja. Nimmt da nochmal hier seinen tollen Attitude Adjustment. Der früher mal FU hieß, aber das passt in die PG-Era ja nun gar nicht. Der erste geläuterte Gangster-Rapper, glaube ich. Von. Dafür ist Cena ja begnadet am Mikrofon ist, das muss man ja auch sagen. Das verstehe ich auch nicht. Der ist da göttlich. War nie mein Gimmick, aber der ist großartig am Mikrofon, aber dann lassen sie ihn mutieren zu Vanilla Ice. Oder Snow, oder wen es da so gab, diese großen, tollen Stars. Ja. Der Immortal Hulk Hogan hat es wieder allen gezeigt. So, wird da gleich wieder irgendwo twittern und hashtaggen und was weiß ich nicht alles, dass die Jugend immer noch nichts kann und hahaha und dass so ein über 60-Jähriger allen noch zeigen kann, dass er es immer noch bringt, dass er es immer noch drauf hat, dass er die einzig wahre Lichtgestalt des Wrestlings ist, bla bla bla. Naja, aber gut. Ich sag's mal so, war jetzt nicht das spannendste Match der Welt, aber sicherlich ein Matchup, das funktioniert. Und die Feiernummer von Hogan ist ja immer noch legendär. Ja, und hier, tolles Stichwort, das sollte man als Thumbnail machen. Macht doch jetzt einfach mal einen Daumen nach oben. Thumbs up. So, das war das Special. Sehen wir uns jetzt nochmal wieder. Und ich gucke mal, wann es nochmal irgendwelche Simulationen gibt. Aber ich bin jetzt erstmal fertig. Ihr wohl auch. Und dann sehen wir uns wieder. Und ich hoffe, ihr bleibt mir 2016 natürlich treu. Und dann geht's weiter. Ich bin euer Mr. Venom 1975 und bin jetzt raus. Mr. Venom 1974 has left the building.